Hallo, ich bin der Jakob Bühlmeier, ich bin 13 Jahre alt und spiele Fußball und Trompete bei der Knabenkapelle Nördlingen und ich bin Ministrant. Und das heißt für Jakob und viele andere heute, es wird viel zu tun geben an diesem 5. Juli rund um die katholische St. Salvator-Kirche mitten in der Altstadt. Denn die Ulrichswoche, die sich normalerweise in Augsburg abspielt, feiert hier einen Höhepunkt, ausgerechnet im mehrheitlich protestantischen Nördlingen. Der Schrein mit den sterblichen Überresten des heiligen Ulrich, Augsburger Bischof im 10. Jahrhundert, ist heute hier. Und alle katholischen Kinder Nördlingens, also auch Jakob, haben extra schulfrei bekommen. Dass Bischof Ulrich zu Lebzeiten Nördlingen besucht hat, ist nicht überliefert, aber wahrscheinlich, da er in seiner 50-jährigen Bischofszeit viele Reisen ins Bistum unternommen hat. Dass nun auch die Reliquien des Bistumspatrons während der Ulrichswoche auf Reisen geschickt werden, hängt genau damit zusammen. Ulrich war ein Bischof, der nah bei den Menschen sein wollte, vor allem bei denen, die auf der Schattenseite des Lebens standen. Ulrich, der war sich nicht so fein, eben die Armen zu speisen, wenn er zu einer Visitation kam. Da musste sein hier Armenbrotverwalter erst die Armen versorgen und dann hat er sich erst zum hingesetzt. Und viele solche Details, die man in den Biografien liest, die eigentlich kaum so zur Sprache kommen. Aber zum Beispiel, dass er auf dem Ochsenkarren gereist ist, das war zwischen zwei Rädern, ein Brett eingehängt. Das war ihm deswegen auch wichtig, weil er dann vor dem ganzen Geschwätz der Reiterschar, die ringsrum war, eben getrennt war und dort in Ruhe beten konnte. Ja. Ein Mann der Tatkraft und gleichzeitig der geistlichen Einkehr. Noch immer scheint diese Mischung die Menschen zu faszinieren. Den ganzen Tag über spenden der Bischof und andere Geistliche den Einzelsegen mit einer Ulrichsreliquie. Der Andrang ist groß. Der ganze Mensch wird einbezogen. Wir brauchen immer etwas zum Sehen, zum Anfassen. Und weil der ganze Mensch glaubt und nicht nur ein Seelchen oder ein Hinterkopf oder irgendwie ein Gemüt. Nein. Der ganze Mensch ist von Gott angenommen. Das hat doch was mit unserem Glauben an die Auferstehung der Toten zu tun. Verschiedene Gottesdienste prägen den Tag in der Kirche St. Salvator. Für Kranke und Alte, genauso wie für die jüngsten Gläubigen. Und hier wird Bischof Ulrich sogar ganz lebendig. Grundschüler spielen die Lebensgeschichte des großen Heiligen nach und machen den Menschen Ulrich erfahrbar. Jakob musste inzwischen schnell nach Hause, sich umziehen gehen, denn aus Jakob, dem Ministranten, wird nun Jakob, der Trompeter. Die weit über die Grenzen des Ries hinaus bekannte Knabenkapelle Nördlingen wird am Ende des Tages den heiligen Ulrich verabschieden. Ein langer und dichter Wallfahrtstag mit vielen Eindrücken geht zu Ende. Jakob legt sich noch einmal richtig ins Zeug. An diesem Tag wirkt Nördlingen fast ein bisschen wie eine katholische Stadt. Der heilige Ulrich, also er ist hierher gekommen, sein Nachfolger gleich mit, Bischof Konrad, zwei Bischöfe dann hier in Nördlingen. Also so viel Kraft, bischöfliche Kraft haben wir, denke ich, lange nicht gehabt. Mich hat es auch sehr gefreut, dass aus Nördlingen etwa unser Oberbürgermeister da war, dass viele auch Christen da waren, die jetzt auch nicht katholisch waren. Also ich glaube, da haben wir eine ganz schöne Botschaft in die Stadt auch hinausgesandt. Und auch Jakob wird diesen langen Tag wohl noch länger in Erinnerung behalten. Bischof Ulrich tritt am späten Nachmittag wieder die Heimreise nach Augsburg an. Der Hin- und Hertransport einer solch kostbaren Reliquie während der Ulrichswoche wird nicht von jedem unkritisch gesehen. Aber wer hier in Nördlingen dabei war, konnte spüren, welche kraftvolle Wirkung ein solcher Tag haben kann.